Der Aaron, ich meine, wir haben ja gewusst, warum wir ihn holen und dass er unser Spiel einfach noch ein Stück klarer macht. Und das schafft er einfach. Ne? Er arbeitet sich da rein. Er hat natürlich lange nicht gespielt gehabt. Und umso schöner ist es im Grunde die Art und Weise, wie er sich da sofort bei uns eingebracht hat. Und er bringt uns einfach noch mal ein ganzes Stück nach vorne. Müssen wir abwarten. Er kann entweder, ja, es könnte ein Muskelfaserriss sein, das wird sich, denke ich mal, morgen hoffentlich dann abzeichnen und hoffentlich nicht so sein. Zu Emir muss man klar sagen, ein Riesenkompliment an ihn. Die Art und Weise, wie er heute aufgetreten ist, wie klar und wie zweikampfstark er war und einfach auch der Fels mit Joe zusammen war, das war sehr, sehr gut. Ich fand, dass die Zentrale mit Giroud, Spieth, aber auch Holtby und Ekdal davor sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ja, das hat mir Spaß gemacht. Ja, grundsätzlich glaube ich, soll es schon so sein, dass man alle Spieler spielen lassen kann im Stadion, ohne dass irgendwas eskaliert. Und ich glaube schon, dass Hakan am Dienstag ein sehr wichtiges Spiel für die Türkei, intensives Spiel gewonnen hat. Dann gestern das erste Mal mit der Mannschaft trainiert hat und wir natürlich am Dienstag schon das nächste Spiel haben mit Champions League. Dann kommt im Dreitagesrhythmus wieder ein Spiel nach dem anderen und diese Gesamtkonstellation ist natürlich so, dass wir dann auch die Möglichkeiten haben, gewisse Veränderungen in der Aufstellung zu machen, ein bisschen zu wechseln. Und das war letztendlich so ein Gemisch an Gründen, warum Hakan nicht von Anfang an gespielt hat und dass er ihm halt nach hinten raus dann nochmal für Impulse sorgen kann, glaube ich, hat man gesehen. Und dass er auch mit dieser Situation, dass ihn das nicht interessiert und er einfach ganz frei aufgespielt hat. Und ich sag mal, das, was los war, als er eingewechselt wurde, ist ja nur noch 10% von dem gewesen, was letztes Jahr los war. Also ich denke mal, beim nächsten Mal, wenn wir dann noch hier sein sollten und der Hakan auch noch bei uns spielt und ich noch Trainer sein sollte, glaube ich, dann brauche ich mir darüber gar keine Gedanken mehr machen.